Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Letztes Mal hat es im obersten Häuschen auf dem Turm ganz toll gerumpelt und wir wissen immer noch nicht, was passiert ist, aber jetzt erfahren wir es. Mir nach, wir müssen diesen Turm sofort verlassen. Was nun? Was machen wir jetzt? Ich hab's. Warte kurz, Flora. Was kommt jetzt? Genial. Absolut genial. Geile Sequenz. Flora. Wie ist Luke so schnell dahin gekommen? Zum Glück ist Ihnen nichts passiert, Professor. Haben Sie Don Paolos Flugapparat gesehen? Was für ein Ungeheuer. Ich dachte wirklich, es wäre aus mit uns. Ja, es hätte leicht schief gehen können. Dennoch haben wir soeben ein weiteres Geheimnis gelöst. Erinnerst du dich an den Lärm, den wir hörten, als wir zum ersten Mal in die Villa Reinhold gekommen sind? Oder waren? Dieses Donnern, das Claudia so verschreckt hat? Verstehe, daher kam also der Lärm. Du hast es erfasst. Offenbar hat Don Paolo mit seinem Flugapparat eine Bruchlandung gebaut. Somit wissen wir auch, wann ungefähr Don Paolo hier in San Mystère eingetroffen ist. So ergibt alles einen Sinn. Dann ist klar, warum Franco nichts von Don Paolos Ankunft gemerkt hat.
Wenn Flora aber der goldene Apfel ist, den alle gesucht haben, dann existiert ja der Schatz, hinter dem die Baronin und alle anderen her sind, überhaupt nicht. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich nicht geirrt haben. Irgendwo in diesem Dorf ist sicher ein großes Vermögen verborgen. Aber der Baron hat es sicher an einem Ort versteckt, den nur sein goldener Apfel kennt. Sie meinen, Flora weiß, wo der Schatz versteckt ist? Es tut mir leid, aber ich weiß nichts von einem versteckten Schatz. Lass uns wieder in die Villa gehen. Ich habe den Verdacht, dort wird sich alles aufklären. Bam. Jetzt haben wir noch das letzte Geheimnis und das wäre dann der goldene Apfel. Professor, denken Sie wirklich, dass der Schatz hier irgendwo versteckt sein könnte? Sieh dir dieses Gemälde genauer an, Luke. Ich bin mir sicher, es ist der Schlüssel zum Schatz des Barons. Aber ich habe es mir doch schon genau angesehen. Luke, wenn wir dieses Rätsel lösen, werden wir sicherlich das Vermögen der Familie Reinhold finden. Berühre das Gemälde, wo der goldene Apfel versteckt ist. Und bevor wir dieses Rätsel lösen, nochmal eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. See you later, Leute.